Wir befinden uns hier in einem Bauernhaus, das wir umgebaut haben, 2018 in Appenzell in der Schweiz. Also dieses Projekt hat uns gefordert, weil es in der Landwirtschaftszone ist. Das ist eine maßgebende Vorgabe, die große Baureglements mit sich bringt. Und dann hatten wir natürlich eine alte Historie, die wir zeitgemäß umsetzen wollten. Und da haben wir eigentlich die alte Sprache des Gebäudes wieder aufgenommen, arbeiten und wohnen unter einem Dach wieder vereint und das modern und doch zeitgemäß. Besondere Raumsequenzen an diesem Gebäude sind in allererster Linie der große Wohnbereich, der jetzt im ehemaligen Stall seinen Platz gefunden hat. Dann haben wir die Vorbrücke, die in eine Loggia umgewandelt wurde und einen Bezug zum Außenraum herstellt. Und dann haben wir in der Vertikalen die Verbindung zwischen Wohnen und Arbeiten im oberen Bereich geschaffen. Also die Philosophie von Barbara Gschwend Architektur, Innenarchitektur ist ganz stark, dass wir Architektur und Innenarchitektur miteinander verbinden. Und das machen wir in erster Linie damit, dass wir uns vom Ort inspirieren lassen. Der ist maßgebend, der gibt die Wurzeln vor und aus dem entwickeln wir Neues, Zeitgemäßes, von innen nach außen und von außen nach innen. Wir verbinden Kreativität mit einer starken Idee, mit handwerklichem Können und versuchen dann Räume mit Atmosphäre zu schaffen, die bleibenden Wert haben. Und das erfüllt uns mit großer Freude und großem Stolz. Das setzen wir bei jedem Projekt aufs Neue wieder um. Mein Name ist Barbara Gschwend und zusammen mit meinem Team entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für unsere Bauherren.